Hallo zur nächsten Runde Creativeverse mit Wittgenstein und unserem Empire State Building, das mittlerweile schon ein bisschen Form angenommen hat. Und ja, in diesem Video wird das noch ein bisschen mehr Form annehmen. Wie immer gibt's für uns nur eine Richtung und die heißt Fackel? Nee, Moment. Fackeldackel. Kleines Wortspiel. So, 1, 2, 3. Wie immer gibt es nur eine Richtung und die heißt nach oben. In den letzten Videos haben wir uns vor allem jetzt erstmal um die beiden Seitenflügel gekümmert. Wir können uns das ja nochmal angucken. Hier einmal links und rechts. Jeweils 14 Stockwerke vom Sockel aus. Und der Sockel ist ja auch nochmal 4 Stockwerke hoch. Das könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie weit wir da insgesamt bisher gekommen sind. So, und es geht weiter nach oben. Jetzt ziehen wir uns hier mal die Längsseite mit hoch. Die fehlte uns hier noch. Und ich würde sagen, da können wir jetzt die nächsten paar Stockwerke nicht viel falsch machen. Außer, dass wir aus Versehen katapultiert und ins Nirvana geschleudert werden. So. Genau. Na, eins. Jetzt mag's nicht mehr. Was ist da los? Hallo? Was stelle ich mich so an? Das war zu viel. Jetzt ist aber der Wurm drin. 1, 2, 3. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Da haben wir erstmal die schmalen Fenster in der Mitte, ein breiteres Fenster, dann wieder die beiden schmalen. Dann geht's nach innen. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr so verrückt seid und euch die letzten Videos tatsächlich angeguckt habt, dann habt ihr euch auch sicherlich mal ein paar Fotos vom Empire State Building reingezogen. Einmal kurz gegoogelt, Bildersuche, da dürfte es nicht an Fotos mangeln. Und dann wisst ihr ungefähr, wo wir gerade dran sind, an welcher Stelle wir uns gerade hier befinden, in welchem Bauabschnitt unserer kleinen großen Baustelle hier. So. Dann kommen hier wieder die Fenster. Mal gucken, wie weit wir mit unseren Steinen kommen. Bin mir auch aktuell noch nicht sicher, ob wir jetzt hier wirklich die kompletten fehlenden 7 Stockwerke auf der Seite gleich machen oder ob wir zwischenzeitlich mal kurz die Seite wechseln, um das Gleichgewicht ein bisschen zu behalten. Das entscheiden wir spontan. Höre ich mich eigentlich gerade wie Bob Ross an oder kommt mir das nur so vor? So. Ups, das war nichts. Diese kleinen Hänger im Spiel sind natürlich auf der Höhe, auf der wir uns hier befinden, ganz gefährlich. So, an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, das da unten sind die Bäume, auf die wir
in den ersten paar Videos hochgeklettert sind, um auf unsere Baustelle runterblicken zu können. Ja, mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. So. So, ich muss euch ab und zu mal kurz auf Mute schalten, da ich so ein bisschen Husten habe und das möchte ich euren Ohren ersparen. Wenn ich also zwischendrin mal, wenn es plötzlich extrem still ist auf euren Ohren, dann huste ich mir hier gerade die Lunge raus. Und war das die gleiche Stelle wie gerade eben? Spult am besten nochmal zurück und checkt das. So, 1, 2, 3, ach komm, die 3 machen wir jetzt hier. Das ziehen wir jetzt durch. Sehr schön. Es geht voran, es geht voran. Ja, ich würde sagen, und schon nicht schnell genug die Stummtaste gedrückt, die Mute-Taste. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Das ist natürlich... Ach so, genau. Vermutlich werden wir jetzt auch, wenn wir die Mauer hier hochgezogen haben, bis auf Level 14, werden wir vermutlich wieder mal ein bisschen Steine benötigen. Hier unsere Ressourcen wieder ein bisschen auffrischen. Nur noch 2. Oh, da wird's kalt. Wir stoßen an die Kältegrenze. Schon festgestellt, es gibt hier leider keine Anzeige der Höhe. Wir wissen nicht so wirklich, auf welcher Höhe wir uns befinden. Aber... Ups, und da ist es doch mal passiert. Aber hält sich in Grenzen, das überleben wir locker. Ja, aber ihr seht es hier unten an dem Frost-Symbol. Zumindest wenn wir jetzt hier mal am Springen sind. Springen wir bereits in den Frostbereich. Haben wir ja auch schon festgestellt, als wir die Flügel gebaut haben, dass wir uns da mit jedem Stockwerk, das wir noch draufsetzen, ein bisschen mehr Gedanken machen müssen über eine mögliche Wärmequelle. So. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Wunderbar, es geht voran. Einmal husten, Achtung. Ja, es ist schon ein bisschen fies. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So, aber es ist definitiv nicht ansteckend. So, im Vergleich zu den Seitenflügeln können wir hier
auch schön mit unseren Fenstern weitermachen, da wir diese Mauern weiter nach oben ziehen werden. Nur an den beiden Seiten, wo wir unsere Flügelchen haben, ist es an dieser Stelle zu Ende mit der Höhe. Ach, was ist jetzt los? Aber hier geht es natürlich weiter. So, das heißt, wir werden hier, können Sie schon mal andeuten, und ich, dann vermute ich hier das und hier rüber. Ich muss das mal noch ausrechnen, ob wir da einmal Zweier machen. Vermutlich würde ich sagen, eins. Ich werde es mal andeuten. Mal schauen, ob das sich das ausgeht. Wer hat denn hier diese Lampe hingestellt? So, das würde sich ausgehen. Also ich tippe mal darauf, das werden wir so machen. So, die machen wir hier mal weg. Die kommt hier mal eins nach vorne, da ist sie nicht so im Weg. So. Also, seid mir nicht böse, aber da soll, kann keiner behaupten, dass das nicht schon gut aussieht, was wir hier die letzten Videos gemacht haben. Guckt euch das doch mal an. Schön, schön, schön. So, noch ein kleiner Stunt. Und die Leiter zu greifen bekommen. So soll das sein. Wunderbar. Ja, aber ihr seht selbst, wir haben so ein bisschen Nachholbedarf, auch was Fenster angeht. Mir graust es jetzt schon vor dem Fensterbauen. Wir haben aktuell 4 Fenster, damit kriegen wir ein so ein Ding hier noch gefüllt. Haben auch nicht wirklich viel Glas, um Fensternachschub zu holen. Können wir mal gucken, was unsere Ressourcen sagen. Nein, 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 was tust du? Ab mit dir nach unten. So, ich habe im Übrigen hier mal was vorbereitet. Hier war's. Nach ganz unten. Mit einer extra Säule. Das haben wir von unten nach oben. Ohne Umsteigen. Kommt. So, ach so, uns fehlt hier ein bisschen Brennmaterial. Wenn hier ein bisschen Kohle wäre. Im Moment genug Kohle. Da können wir ein bisschen was opfern. So, was haben wir hier? Ja. Stein haben wir so ein bisschen. Das wird nicht immer ewig reichen. Aber das lassen wir einfach mal für uns arbeiten hier. Auch ein paar Rods. So. Holz haben wir aktuell nicht so wirklich. Dirt. Wer braucht denn hier bitte? Eine Dirt Slope. Brauchen wir nicht wirklich. So, was wir mal wieder brauchen können, ist ein Obsidian-Handschuh. Und dazu brauchen wir Bedrock und rote Mushrooms. Haben wir nur 3 Stück. Okay. Das machen wir doch mal schnell. Das suchen wir mal kurz. Rote Pilze. Die müssen doch hier irgendwo im Wald bei der Gelegenheit. Bisschen Holz kann nicht schaden. Das braucht hier unten nie keiner. Nehmen wir mit. Und da sind ein paar rote Pilze. So, wunderbar. 5 haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Bedrock. Den kriegen wir in unserer Bedrock-Mine. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite rüber. Das ist aber auch kein Problem. Einmal kurz einen Blick nach oben. Das ist nicht die Mine. Sieht gut aus. Oh, nehmen wir mit. Der nächste Handschuh wird bestimmt gebraucht. Einmal hier nach unten. So. Bisschen Bedrock ist kein großes Ding, finden wir. Wir müssen sowieso ein bisschen mehr sammeln, aber das werden wir heute nicht mehr alles machen. Dafür reicht unsere Zeit nicht. Sonst verschieben sich die nachfolgenden Sendungen.
um 25 bis 35 Minuten. Das wollen wir natürlich nicht. Nee, das. Na doch, da ist er. Haben wir wieder einen. Haben ihn aber noch nicht angezogen. Machen wir aber gleich noch. Oh, da haben wir noch Extraktoren. Und was haben die? Obsidian. Okay. Die liefen wir noch vom letzten Mal. Packen wir mal alles ein. Hier ist ja noch mehr. Nein, aber guckt euch mal das hier an. Bedrock bis zum Abwinken. Das brauchen wir. Das nehmen wir jetzt noch mit. Dann kriegt ihr auch mal so gleich so einen kleinen Eindruck, was das für ein Rohstoffabbau ist, den wir hier haben bei unserem hohen Verbrauch. Der nächste Handschuh gibt so langsam den Geist auf. Das ist die Magnitude. Die brauchen wir hauptsächlich für Handschuhe. Aber unsere Bedrocks brauchen wir für unsere Fassade, für unsere Sandsteinfassade. Da können wir gar nicht genug haben. So. Damit haben wir jetzt wieder 394. Das ist nicht so viel, wie es vielleicht klingt. Kleiner Schnitt. Da hat es mich gerade während der Aufnahme rausgeworfen. Und das ein paar Sekunden, bevor ich mich verabschieden wollte. Noch einmal ein letzter Blick auf den aktuellen Stand. Das ist die noch nicht ganz fertig, nicht, ja, was heißt nicht fertig? Nicht fertig ist hier alles, aber die Seite, die wir heute nicht gemacht haben, jetzt machen wir als Vergleich mal kurz noch die andere Seite, an der wir heute dran waren. Da ist die Fassade schon. Oh, schön. Schön, schön, schön. Gut, dann sage ich jetzt aber wirklich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.